Okay, machen wir weiter. So, wir haben jetzt unterschiedliche Messskalen kennengelernt, aber woher wissen wir denn, ob ein Maß jetzt gut ist oder nicht? Zwei wichtige Kriterien zur Beurteilung, ob ein Maß gut ist oder nicht, sind Reliabilität und Validität. Schauen wir uns jetzt mal an. Reliabilität beschreibt, ob ein Maß in der Lage ist, bei verschiedenen Messungen immer wieder das Gleiche zu messen. Es geht hier also um Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Messung. Beispiel, Personenwaage. Was würden Sie sagen, was eine reliable Personenwaage leisten muss? Wann ist die Messung, die wir mit einer Personenwaage durchführen, reliabel? Genau, wenn wir uns 10-mal hintereinander auf die Waage stellen und es zeigt immer wieder das Gleiche an, also 10-mal kurz hintereinander, und es zeigt immer das Gleiche an, dann ist es eine reliable Messung. Ja? Und wenn wir uns aber innerhalb einer Minute 10-mal draufstellen und es gibt 10 verschiedene Angaben, 10 verschiedene Messungen, dann ist das ein Indiz dafür, dass diese Skala nicht reliabel ist. Okay? Okay, und um dieses Beispiel jetzt noch ein bisschen weiterzudenken, um zu sehen, ob eine Waage, wie hoch die Reliabilität einer Waage ist, könnte man sich 50 Personen nehmen und 50 Personen mit unterschiedlichem Gewicht und diese 2-mal hintereinander auf die Waage steigen lassen und jeweils messen und gucken, ob diese beiden Datenreihen hochkorreliert sind. Ja. Wenn ja, heißt es, dass die erste Messung sehr gut die zweite Messung voraussagt und die Messskala ist reliabel. Und ganz wichtig, Reliabilität ist notwendig für eine gute Messskala, aber nicht hinreichend. Was heißt das? Eine Skala, die nicht reliabel ist, kann nicht gut sein. Aber nur weil die Skala reliabel ist, heißt es nicht, dass sie gut ist. Was wäre ein Beispiel dafür? Wir könnten zum Beispiel versuchen, mit einer Personenwaage Intelligenz zu messen. Sie stellen sich innerhalb von einer Minute 10-mal drauf. Es zeigt 10-mal das Gleiche. Es ist reliabel. Aber ist es ein gutes Maß für Intelligenz, was dabei gemessen wird? Nee, es misst was ganz anderes. Ich denke, das verdeutlicht ganz gut, dass Reliabilität eben nicht ausreicht für ein gutes Maß. Wir brauchen auch noch Validität. Validität, da geht es um die Frage, messen wir das, was wir messen wollen? Ein Grundsatzfrage hier ist, kann die Validität einer Messskala denn größer sein als die Reliabilität dieser Skala? Können Sie eine Situation konstruieren, in der eine Skala eine höhere Validität hat als Reliabilität? Nee, es ist logisch ausgeschlossen. Ne? Die Validität einer Skala kann nie höher sein als die Reliabilität. Warum? Nehmen wir einfach an, eine Skala hat eine niedrige Reliabilität, das heißt, die Waage zeigt bei jeder Messung stark abweichende Ergebnisse, dann können wir auch nicht wissen, ob sie das misst, was sie messen soll. Und das wäre dann niedrige Validität. Ja? Also allein in diesem Beispiel sehen wir schon, es kann gar keine Situation geben, wo wir niedrige Reliabilität und hohe Validität haben. Ne? Wir brauchen immer Reliabilität, damit wir überhaupt sagen können, etwas über Validität sagen können. Das sind jetzt ganz
abstrakt gesprochen, die Kriterien. Man kann Reliabilität und Validität auch versuchen, also ein Maß dafür zu finden und auszurechnen. Aber das geht über das hinaus, was wir hier in diesem Kurs machen. Das Wichtige ist, dass wir diese zwei Kriterien hier mitnehmen für die Qualität, für die Güte einer Messskala. Dazu noch Fragen? So, jetzt hat die Wissenschaftlerin eine konzeptionelle Definition, eine operationelle Definition von dem, was sie erheben will. Sie hat außerdem auch noch reliable und valide Maße für die Erhebung ausgesucht oder gefunden und diese Maße auch noch konkret erhoben. Was haben wir dann am Ende? Am Ende haben wir einen Datensatz. Was machen wir mit diesen Daten? Wir führen Statistik, wir führen statistische Analysen durch. Aber warum? Das ist eine wichtige Frage oder zumindest eine, über die wir uns klar sein müssen. Ich persönlich sehe hauptsächlich zwei verschiedene Zwecke oder Begründungen für Statistik in diesem Zusammenhang. Erstens erleichtert uns Statistik die Beschreibung der Daten. Ja? Wir können berechnen zum Beispiel, was der Median einer Variable ist, was der Mittelwert einer Variable ist, wie sich der Mittelwert zwischen verschiedenen Gruppen unterscheidet, wie stark eine Variable variiert und so weiter. Wir könnten auch einfach uns den Datensatz anschauen und zu der gleichen Schlussfolgerung kommen. Aber Sie können sich gut vorstellen, je größer der Datensatz wird, je komplexer, desto unübersichtlicher wird es, da auf den ersten Blick was zu sehen. Und deswegen sind da so zusammenfassende statistische Maße sehr nützlich. Und das nennen wir dann deskriptive Statistik, weil sie erstmal rein beschreibend ist. Ja? Der Wert, den wir bei dem Median rausbekommen, beim Mittelwert rausbekommen oder bei einer Standardabweichung von mir aus, der lässt erstmal keine Schlussfolgerung zu. Ja? Deswegen ist es erstmal rein beschreibend, deswegen deskriptive Statistik. Es ist keine Analyse in dem Sinne, sondern nur eine reine Beschreibung. Der zweite Zweck, den wir mit Statistik verfolgen können, ist Schlussfolgerungen aus den Daten zu ziehen. Wir können zum Beispiel berechnen, ob der Zusammenhang zwischen zwei Variablen statistisch signifikant ist. Ja, ob zwei Variablen stark miteinander zu tun haben, ob sie stark korreliert sind. Und das nennen wir dann schließende Statistik oder Inferenzstatistik. Und Sie können sich schon vorstellen, in der Ökonometrie und der angewandten Statistik geht es hauptsächlich um spezifische Anwendungen von schließender Statistik auf ökonomisch oder rechtlich relevante Phänomene. Ja? Also für uns hier natürlich auch rechtlich relevante Phänomene. Nochmal, es geht hauptsächlich um schließende Statistik. Es mag zwar auch Leute geben, die finden es spannend, einfach nur einen Median von irgendwas auszurechnen oder einen Mittelwert oder nur zu zählen, wie viele Leute sind blond in einer Stichprobe. Aber es lässt nicht wirklich irgendwelche Schlussfolgerungen zu, die irgendwie spannend sind für die Realität. Um wirklich echte Schlussfolgerungen zu ziehen, um vielleicht auch noch irgendwelche Politikempfehlungen abzuleiten, brauchen wir schließende Statistik. Oder Inferenzstatistik ist auch ein anderes Wort dafür. Wir ziehen Inferenzen. Dazu Fragen? Ich weiß, es ist alles ein bisschen trocken, es kommen viele Begriffe, aber wir müssen das einfach am Anfang einmal alles im Rundumschlag hinter uns bringen, damit wir theoretisch alle auf dem gleichen Level sind, damit wir alle über das Gleiche sprechen. Stichwort Stichprobe. Okay, es ist ziemlich selten der Fall, dass die Wissenschaftlerin die relevanten Daten zu einem Phänomen komplett erheben kann. Ja, denken wir zurück an das Beispiel mit dem Pferdegebissen. Es könnte natürlich sein, dass die Wissenschaftlerin so viel Geld irgendwie hat oder ihr Institut so viel Geld bereitstellt, dass sie alle Pferde auf der Welt untersuchen kann und überall zählen kann, wie viele Zähne hat dieses Pferd.
Aber in den meisten Fällen geht es nicht. Es ist nicht genug Geld da. Ne? Wenn wir das schaffen, wenn es möglich ist, die gesamten relevanten Daten zu erheben, dann nennen wir das Zensusdaten. Kennen Sie bestimmt ein Beispiel? Einfach nur aus dem Wort Zensus. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls können wir meistens nur Stichproben einer Population oder auf Deutsch Grundgesamtheit erheben. Grundgesamtheit ist quasi die Gesamtheit der Daten, die relevant sind für ein Phänomen. Und meistens können wir nur eine Stichprobe erheben, ja, also nur einen kleinen Teil dieser Grundgesamtheit. Ja, und ich denke, Stichprobe aus dem Wort erklärt sich schon mal ganz schön die Bedeutung. Ne? Wenn ich die Bodenqualität in meinem Garten bewerten will, dann steche ich an einer Stelle in den Boden und untersuche den Boden oder untersuche das, was ich da rausziehe. Ja? Oder ich will wissen, ist der Kuchen fertig? Ich steche an einer Stelle rein, gucke, ob da noch Teig dran hängt. Wenn nicht, ist er fertig. Ich mache nicht den ganzen Kuchen auf und gucke, ob er überall durch ist. Ja? Das wäre die Grundgesamtheit untersuchen. So, und bevor wir die Stichprobe erheben, müssen wir uns auch noch entscheiden, was unsere Beobachtungseinheit ist, beziehungsweise auf welcher Aggregationsebene wir die Daten erheben. Man kann Daten von Individuen erheben, man kann Daten auch auf Städte-Level erheben, zum Beispiel durchschnittliche Arbeitslosigkeit in einer Stadt Einbrüche pro Einwohner in einer Stadt. Man kann auch auf Länderebene oder auf Nationenebene die Daten erheben, Kontinentaldaten. Sie merken, man kann immer weiter nach oben gehen und das nennen wir dann Aggregationsniveau. Wir können auch nur Arbeitnehmer betrachten oder nur mittelständische Firmen oder eine ganze Industrie. Also Sie merken, da gibt es ziemlich viel Auswahlmöglichkeit und ich denke, im Endeffekt hängt das ein bisschen auch von dem Phänomen ab, was wir untersuchen. Das Phänomen bestimmt quasi darüber, wofür wir uns interessieren und welches Forschungsdesign sinnvoll ist und im Endeffekt welche Beobachtungseinheit wir wählen. Das heißt nicht, dass zu einem bestimmten Phänomen nicht auch unterschiedliche Analysen auf unterschiedlichen Aggregationsniveaus durchgeführt werden können. Ne? Also ganz einfach, bei Arbeitslosigkeit können wir je nach Forschungsfrage ein beliebiges Aggregationsniveau wählen. Ne? Wir können auf der individuellen Ebene uns Daten anschauen zu einzelnen Karriere-Lebensläufen. Wir können uns anschauen, nur Studenten, die in den letzten 2 Jahren ihren Bachelorabschluss gemacht haben, die Arbeitslosigkeitsrate da. Wir können uns nur Arbeitnehmer anschauen, die zwischen 45 und 60 sind. Also Sie sehen schon die Beobachtungseinheit. Da haben wir ziemlich viel Auswahlmöglichkeit und da müssen wir uns genau Gedanken darüber machen, welche Beobachtungsebene wir einnehmen. Und dann ist es natürlich besonders interessant, wenn auf verschiedenen Aggregationsebenen unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Ne? Denn, okay, das ist jetzt ein bisschen, weit gegriffen, aber ein großes Problem oder eine große Annahme in der VWL ist der methodologische Individualismus. Ja? Die Annahme ist, wir können Analysen auf der individuellen Ebene machen, denn wenn wir das einfach nur hochaggregieren,
sind diese Ergebnisse genauso gültig auf der Länderebene, ja, oder auf der aggregierten Ebene. Und ja, empirisch ist es eben oft nicht der Fall. Ne? Oder oft gibt es irgendeine Diskrepanz zwischen verschiedenen Aggregationsniveaus. Und eine spannende, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Problem, das man untersuchen kann, warum es auf unterschiedlichen Aggregationsniveaus unterschiedliche Ergebnisse gibt zum gleichen Phänomen. Man kann natürlich auf verschiedene Arten Stichproben ziehen, aber das schauen wir uns jetzt hier nicht genauer an. Das Ziel der Stichprobenziehung ist immer gleich. Wir wollen eine Schlussfolgerung in Bezug auf die relevante Grundgesamtheit ziehen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie sind Forscher, am allerliebsten würden Sie schon die Grundgesamtheit erheben, ne? Also alle relevanten Daten. Aber meistens können Sie das nicht, das heißt, Sie müssen eine Stichprobe erheben und Sie müssen irgendwie versuchen, mit den Daten, die Sie aus der Stichprobe kriegen, Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu schließen, weil die Grundgesamtheit ist das, was Sie eigentlich interessiert. Und damit diese Art von Schlussfolgerung gewährleistet ist, muss natürlich gelten, dass die erhobene Stichprobe einigermaßen repräsentativ für die relevante Grundgesamtheit ist. Wenn das nicht der Fall ist, liegt das häufig an einem sogenannten Selection Bias, auf Deutsch verzerrte Stichprobe. Ja, und da kann man diverse Beispiele konstruieren, könnten zum Beispiel daran interessiert sein, das Verhalten und oder die Einstellung von Kriminellen zu erklären. Und um das zu machen, ziehen wir eine zufällige Stichprobe von Häftlingen im Gefängnis und interviewen diese Stichprobe von Häftlingen. Und inwieweit ist so eine Stichprobe denn nicht repräsentativ für die Forschungsfrage Einstellung von Kriminellen? Okay, ja, also der Punkt, den Sie anbringen, ist, der ist wichtig. Es ist ein fundamentaler Punkt, ob man solche Interviews überhaupt vergleichen kann. Aber es ist nicht das, worauf ich hinaus will. Also Alter und soziale Herkunft. Inwieweit? Naja, ob das jemand war, der gestohlen hat, weil er Hunger hatte, oder ob das jemand war, der im großen Stil Steuern hinterzogen hat. Okay, nehmen wir an, wir wissen das. Wir können das irgendwie von den Häftlingen erheben. Warum ist es immer noch nicht eine repräsentative Stichprobe von Kriminellen? Sind denn alle Kriminellen im Gefängnis? Natürlich nicht. Nee. Also. Das ist so ein bisschen ein Rätselspiel hier. Natürlich kann man mit so einer Stichprobe nur Kriminelle erfassen, die erwischt von mir aus oder gefangen und ins Gefängnis geschickt wurden. Ja? Und ja, man könnte natürlich annehmen, dass diese Kriminellen sich systematisch unterscheiden von denen, die nie gefangen werden oder die nie ins Gefängnis wandern. Ja? Man könnte sagen, die nie erwischt werden, sind die Schlaueren von mir aus oder so. Man könnte irgendwelche Theorien aufstellen. Auf jeden Fall ist nicht gewährleistet, dass, wenn wir eine zufällige Stichprobe im Gefängnis ziehen, dass das repräsentativ für alle Kriminellen ist. Wir hätten also eine verzerrte Stichprobe. Aber es wäre trotzdem eine gültige Stichprobe, wenn unsere Forschungsfrage sich nur auf Häftlinge beziehen würde. Ja? Dann wäre es schon okay. Zweites Beispiel. Ein Arzt beobachtet, dass Patienten, die mit einer bestimmten Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden, fast immer daran sterben.
Inwieweit ist das eine repräsentative Aussage über das Todesrisiko dieser Krankheit? Also, der Arzt beobachtet, dass Patienten, die mit einer bestimmten Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden, fast immer daran sterben. Ist das eine repräsentative Aussage? Wollten Sie das? Ja, das Wort, ja. Genau, also ist genau das, ist die gleiche Logik. Der Arzt bekommt ja nur die zu sehen, die bei denen der Krankheitsverlauf so schlecht ist, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Ja, und es könnte theoretisch sein, wir wissen es nicht, dass bei 99% der Menschen mit dieser Krankheit der Krankheitsverlauf völlig unproblematisch ist. Ja? Deswegen ist das hier keine repräsentative Stichprobe. Drittes Beispiel, es soll untersucht werden, ob eine bestimmte Extrapanzerung bei einem Kriegsflugzeug nützlich ist. Und zwar wird hierfür bei allen Flugzeugen, die von einem Einsatz zurückkehren, untersucht, wo Schäden durch feindlichen Beschuss entstanden sind. Erlaubt das hier eine repräsentative Aussage über die Wirkung der Extrapanzerung bei Flugzeugen? Wir wollen wissen, ist die Extrapanzerung nützlich und untersuchen dafür alle Flugzeuge, die von einem Einsatz zurückgekehrt sind und beschossen wurden, wo Schaden entstanden ist und ob die Extrapanzerung was gebracht hat. Da. Wir haben keine repräsentative Stichprobe, weil die abgeschossen wurden, die können wir nicht mehr so gut untersuchen, ne? Oder gar nicht. Das heißt, wir haben eine verzerrte Stichprobe, denn die zurückgekehrt sind, sind ja schon mal systematisch anders als die nicht zurückgekehrt sind. So, die Absolventenvereinigung der Uni Kassel schickt Ihnen nach Ihrem Bachelorabschluss eine anonyme Umfrage und da wird unter anderem Ihr aktuelles Jahreseinkommen abgefragt. Und es kommt raus, dass Absolventen der Uni Kassel ein erstaunlich hohes Durchschnittseinkommen haben. Ist das eine repräsentative Stichprobe der Uni Kassel Absolventen? Ist auch vielleicht, also ist auch eine verzerrte Stichprobe, weil da ja auch wieder soziale Aspekte hinzukommen, dass einige vielleicht aus Ehregründen oder Stolzgründen höhere Angaben oder falsche Angaben machen würden. Nehmen wir an, alle geben wahrheitsgemäß an. Alle, die angeben, geben wahrheitsgemäß an. Was ist mit denen, die nicht angeben? Genau. Man könnte jetzt so eine Situation konstruieren, nur die ein besonders hohes Einkommen haben und dann dementsprechend stolz drauf sind, wollen das auch angeben und geben das auch an. Und die ein sehr niedriges Einkommen haben, die geben es nicht an. Ne? Und dadurch haben wir eine verzerrte Stichprobe und dadurch erhalten wir ein sehr hohes Durchschnittseinkommen in diesem Datensatz. Womit ich natürlich nicht ausschließen will, dass Sie alle ein sehr hohes Einkommen nach Ihrem Bachelor hier haben werden. Aber Sie sehen schon, verzerrte Stichproben können die Ergebnisse verzerren, die man aus einer Stichprobe ziehen kann. Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Ein ganz wichtiger Aspekt eines Forschungsdesigns ist die Frage, wie groß die erhobene Stichprobe sein sollte. Einerseits ist es natürlich eine Kostenfrage für die Wissenschaftlerin. Ne? Je größer die Stichprobe, desto teurer wird die Erhebung. Ganz klar. Ne? Egal, was die Forschungsmethode ist. Wenn wir im Labor sind,
je öfter wir das Experiment replizieren, desto teurer wird es, denn wir haben Materialkosten, wir haben Personalkosten. Ne? Wenn wir ein Experiment 10-mal wiederholen oder 1000-mal, das wird ein erheblicher Kostenunterschied sein. Das ist einerseits die Kostenfrage oder von mir aus bei Umfragen. Es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob Sie irgendwie 50 Leute aus der Region befragen wollen telefonisch oder ob Sie eine repräsentative Stichprobe der gesamten Weltbevölkerung machen wollen in 200 Ländern weltweit. Das ist natürlich ein Riesenkostenunterschied. Und es gibt, wie gesagt, das gilt unabhängig von der Forschungsmethode. Außer vielleicht für Simulationen. Ja? Also wenn unser Forschungsdesign eine Simulation beinhaltet, eine Computersimulation, dann macht es keinen großen Kostenunterschied, ob ich die Simulation jetzt 1000-mal oder 3 Millionen-mal laufen lasse. Ja? Okay, warum ist das ein Problem? Das ist deswegen ein Problem, weil je größer die Stichprobe, desto valider und genauer sind die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Ne? Wenn wir nur 50 Gibt es eine Frage? Nee. Je größer unsere Stichprobe ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir eine valide Aussage daraus schließen können. Und eine genaue Aussage. Wenn wir nur 50 Leute befragen zu einem Phänomen und zufällig sind diese 50 Leute sehr unterschiedlich, dann werden die Daten sehr stark streuen und wir haben sehr ungenaue Schlussfolgerungen. Wenn wir stattdessen 500.000 Leute zu einem Phänomen befragen, dann kann es sein, dass die Streuung viel kleiner ist. So, und okay, kein Kochrezept dafür, ab wann eine Stichprobe groß genug ist für etwas. Meistens in den statistischen Herleitungen von Maßen wird angenommen, dass die Stichprobe unendlich groß ist, was sie ja de facto nie ist. Und es ist quasi ein subjektives Element, ne, ab wann eine Stichprobe groß genug ist. Es gibt Richtwerte, aber die sind nicht absolut. Nehmen wir mal an, unsere Stichprobe ist groß genug, dann kann die Forscherin mit Angaben zum Durchschnittswert einer Variable und deren Variation, also wie stark diese Variable streut, in der Stichprobe eine schließende Aussage darüber machen, was denn der wahre Durchschnittswert dieser Variable in der Grundgesamtheit sein könnte. Ja, denn das interessiert uns ja eigentlich. Der Wert einer Variable in der Grundgesamtheit, der Durchschnittswert. Und die Grundgesamtheit ist die Realität, die uns interessiert. Das heißt, das Vorgehen ist fast immer das gleiche. Wir haben eine Stichprobe, wir hoffen, dass die einigermaßen repräsentativ ist. Wir berechnen Statistiken mit der Stichprobe und wir versuchen sicherzustellen, dass die Statistiken, die wir berechnen, Aussagen über die Grundgesamtheit erlauben. Und typischerweise wird eine Angabe zu einem geschätzten Wert eingegrenzt von sogenannten Konfidenzintervallen. Ja, man könnte sagen, wir schätzen, der wahre Durchschnitt dieser Variable in der Grundgesamtheit ist 50 und wir sind zu 95% sicher, dass der wahre Wert irgendwo zwischen 42 und 58 liegt. Ja, das wäre ein Konfidenzintervall. Das schauen wir uns noch genauer am Montag an. Fragen hierzu? Ich habe schon ein paar Mal das Wort erwähnt, Variablen. Variablen sind das, was bei der Messung eines Phänomens als Daten herauskommt. Am einfachsten können Sie sich das so vorstellen, Sie haben ein Excel-Sheet am Ende, eine Excel-Tabelle und jede Spalte ist eine Variable, ne? Zum Beispiel die eine Spalte wäre Körpergröße, das ist ihre Variable. Okay? Und die kann unterschiedliche Ausprägungen haben und hat unterschiedliche Ausprägungen in ihrem Datensatz.
Jetzt ein bisschen noch zur Terminologie von Variablen. In den Sozialwissenschaften interessieren wir uns meistens für kausale Zusammenhänge. Was sind kausale Zusammenhänge? Ursache-Wirkungszusammenhänge. Ja? Wir fragen, wenn X sich verändert, verursacht das eine Veränderung in Y? Ja, das ist das, was uns fast immer interessiert in den Sozialwissenschaften und auch in der empirischen Rechtswissenschaft. Wenn X sich verändert, hat das eine Auswirkung auf Y. Und in diesem Fall nennen wir die Variable, die die Ursache beschreibt, die unabhängige Variable. Das wäre also X typischerweise. Und die Variable, die die Wirkung beschreibt, die Auswirkung, die abhängige Variable. Ne? Das wäre Y. So, also das ist die Standardnotation aus der Mathematik. Y wird beeinflusst von X. Y ist meistens die, das, was bei einer Funktion rauskommt. Ne? Und was wir in die Funktion reinstecken, ist X. Das ist der grundlegende Zusammenhang, unabhängige versus abhängige Variable. Und manchmal beschreiben wir auch komplexere Zusammenhänge. Typischerweise sind soziale Phänomene komplizierter als einfach nur X und Y. Und da können wir dann dritte Variablen einführen, vermittelnde Variable zwischen unabhängig und unabhängig. Und solche dritte Variablen nennen wir dann intervenierende oder Mediatorvariablen. Dritte Variablen nennen wir häufig Z. Und die könnten in irgendeiner Weise mit diesem Zusammenhang zwischen X und Y zu tun haben. Ja? Sie können vermitteln, sie können irgendwie den Zusammenhang verzerren. Wenn sie den Zusammenhang verzerren, dann nennen wir sie konfundierende oder auf Englisch confounder Variablen. Das sind quasi störende Variablen, die wir am liebsten nicht beobachten möchten, aber die wir trotzdem berücksichtigen möchten, weil sie den Zusammenhang zwischen X und Y beeinflussen. Genau. Und diese, also ob wir diese dritte Variable jetzt Störvariable oder intervenierende Variable nennen, hat hauptsächlich damit zu tun, ob sie quasi relevant sind aus unserer Theorie oder nicht relevant. Wenn sie relevant sind, dann nennen wir sie intervenierende. Wenn sie nicht relevant sind, dann sind es einfach nur Störvariablen, für die wir irgendwie kontrollieren müssen. Ganz wichtig, die Variable an sich bestimmt nicht, wie wir sie nennen, sondern unser Forschungsdesign. Ja? Arbeitslosigkeit in Kassel kann in einem Forschungsdesign die abhängige Variable sein, in einem anderen Forschungsdesign kann es die unabhängige Variable sein. Ja? Das Forschungsdesign bestimmt die Rolle der Variable, nicht die Variable selber. Vielleicht noch ein paar Beispiele für Störvariablen. Okay, wir beobachten empirisch einen starken Zusammenhang ob jemand raucht und ob jemand Leberzirrhose bekommt. Ist das ein kausaler Zusammenhang? Rauchen verursacht Leberzirrhose. Kausal bedeutet, verursacht Rauchen Leberzirrhose. Und in den Daten haben wir jetzt eine starke Korrelation zwischen Rauchen und Leberzirrhose. Nein, es ist kein kausaler Zusammenhang, denn es fehlen noch dritte Variablen. Ne? Der eigentliche kausale Zusammenhang ist, Rauchen hat mit Suchtverhalten zu tun, Suchtverhalten hat mit Alkoholkonsum zu tun, Alkoholkonsum verursacht Leberzirrhose. Ja, aber das Rauchen hat keinen kausalen Einfluss auf Leberzirrhose. Dann das berühmteste Beispiel. Man kann tatsächlich empirisch zeigen, dass die Zahl der Storchenpaare, die in einer Region zu finden sind, korreliert sind mit der Zahl der Kindergeburten. Ja? Also wäre die Frage, gibt es hier einen kausalen Zusammenhang? Haben die Storchen doch irgendwie mit den Kindern zu tun? Und wenn nicht, woher kommt diese Korrelation?
Keine Idee? Dann machen wir einfach nächste Woche eine Übungsaufgabe drauf. Drittes Beispiel. Es gibt eine Korrelation dazwischen, wie viel Eiscreme in einer Region verkauft wird und wie viele Menschen durch Ertrinken sterben. Hat Eiscremeverkauf einen kausalen Einfluss darauf, wie viele Menschen ertrinken? Genau, die Störvariable ist das Wetter. Ne? Also je wärmer es in einer Region ist, desto eher ertrinken Leute, weil sie irgendwie im Bach rumplanschen oder einen Pool im Garten haben. Und umso mehr wird auch Eis verkauft, ne? Je wärmer es ist. Aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen zwei Variablen, keinen kausalen. Hierzu Fragen? So, das ist alles, was ich heute behandeln wollte. Wir haben jetzt so ein bisschen so einen Grundumschlag gemacht, was wissenschaftliche Forschung eigentlich ist. Ich habe keine Ahnung, inwieweit Sie da schon Hintergrund hatten, inwieweit Sie da schon Vorkenntnisse hatten, aber jetzt sind wir einigermaßen auf der gleichen Seite. Und am Montag geht es dann mit den richtig spannenden Sachen los. Also da schauen wir uns nochmal das Konzept der Kausalität genauer an. Ne? Also wie wir Kausalität ableiten können aus Daten. Ja, bis nächste Woche.